Wir schreiben das Jahr 2013. Der GAK ist Geschichte. Der ganze GAK? Nein. Da gibt es ja noch die GAK Juniors. Was ist das Schöne am Fußball? Dass man Spaß hat. Dass man Freude hat. Ja. Dass man Freude hat. Man bekommt viel Geld. Acht Mannschaften von der U7 bis zur U14 halten die rote Fußballtradition in Graz aufrecht. Hier wird wirklich zusammengehalten, bei allem sportlichen Ehrgeiz. Es ist einfach so, dass die Kinder sehr gut miteinander schon das gelernt haben, miteinander umzugehen, mit den verschiedenen Mentalitäten. Und wir haben doch verschiedene Nationen von Slowenien, Kroatien, dann einen Schwarzafrikaner in Samson, der ist aus Ghana, den haben wir vor kurzem entdeckt und der ist jetzt seit 3 Wochen ungefähr bei uns da und der fühlt sich pudelwohl und ist auch von den Kindern sehr, sehr gut aufgenommen worden. Was ist denn wichtig beim Teamsport? Dass wir alle zusammen können. Tut ihr das? Ja. Manchmal. Nur manchmal. Gibt es Streitereien auch? Ja. Es war einmal. Nein, es gibt nicht mehr Streitereien. Wenn man so bedenkt, dass die Kinder außer der Schulzeiten noch mit sehr vielen anderen Mentalitäten konfrontiert werden, haben wir zwar ab und zu zwar ein bisschen eine Quereleien oder so irgendwas, aber die Kinder lösen das eigentlich mit dem Sport sehr gut und das haut eins auch hin, muss ich sagen. Das Einzige, was zählt, dass die Buben und Mädel gern daherkommen, gern spielen, mit Begeisterung dabei sind, ein gewisses Talent mitbringen, dass auch was weitergeht. Wer von euch will Profifußballer werden später? Ich möchte so wie Messi werden. Also ihr wollt alle Profifußballer werden? Nein, ich mag Fußballerin. Ich will so wie Messi werden. Also meiner Meinung nach, was ich in den letzten paar Jahren jetzt miterlebt habe, bin ich der Meinung, dass der Fußball allgemein die beste Möglichkeit einer Integration ist. Wo wollt ihr spielen in Zukunft? Dortmund oder Bayern? Ja. Barcelona! Real! Also man erhofft sich halt immer wieder, dass man auch in einem Großclub oder was so wie wir, GAK Juniors oder GAK ehemals waren, dass wir Mädchen haben, die was den Sport nachgehen und wir freuen uns immer wieder, wenn wir ein, zwei Mädchen dazukriegen. Also das ist nicht so. Ja. Und wer will in Zukunft beim GAK spielen? Es gibt Leute, die groß sind, oder? Ja, wenn es groß seid. Nein, ich darf noch bis zu 15, also. Nein. Die heimische Fußballzukunft hat schon begonnen, in ihrer ganzen Vielfalt. Und für den GAK heißt es vielleicht eines Tages, he will be back. Das sind Verena und Lisa. Heute sind die beiden ganz normale, fröhliche Teenager. Das war nicht immer so. Ich habe die erste Lehrstelle zuerst verloren gehabt, weil ich mich nicht so richtig integrieren konnte. Naja, wir waren nicht gleicher Meinung sozusagen. Und deswegen haben sie mich gekündigt. Und jetzt klappt es ehrlich gesagt gut. Ich arbeite bei T-Mobile als Bürokauffrau. Und dort telefoniere ich eben halt mit den Kunden und schaue eben halt, dass es gut funktioniert. Familie. Nein, bei mir ist das Problem die Familie und Anpassung halt so. Viele Jugendliche haben keinen leichten Start ins Erwachsenenleben. Zu schwer wiegen oft Probleme aus den verschiedensten Bereichen, die sie oft jahrelang mit sich herumschleppen. Das Programm Chancen geben, Chancen leben unternimmt etwas dagegen.
Es geht darum, eine Win-Win-Situation zu schaffen zwischen zwei Schichten in der Gesellschaft. Einerseits erfolgreiche Führungskräfte, Manager, auch Beamten. Andererseits Jugendliche, die Unterstützung suchen. Wir kooperieren da mit Neustadt und mit SOS Kinderdorf, die einfach durch ihre Vorgeschichte stigmatisiert sind, wenig Selbstvertrauen haben und dementsprechend auch wenig Chancen am Arbeitsmarkt, einfach einen Einstieg zu finden. Ich war ja schon sehr oft Mentorin und ich weiß, dass das ganz gut immer wieder sehr erfolgreich mehr oder minder auch gemacht habe. Und es waren doch besondere Rahmenbedingungen und die mich ja herausgefordert haben. Beim ersten Treffen war sie ganz begeistert, welche Tiere wir haben und sie wollte sofort in den Tierpark kommen. Wir waren in verschiedenen Tiergehegen, da haben wir ein Foto gemacht und da habe ich eigentlich gesehen, dass sie sehr, sehr viel Herz hat und eigentlich sehr tierlieb ist und auch Emotionen zeigen kann. Das habe ich vorher nicht so ganz mitgekriegt. Erfahrungen sind dazu da, gemacht und weitergegeben zu werden. Hier profitieren die Schützlinge vom umfangreichen Wissen der Mentoren. Ich habe ja gleich von Anfang an gesagt, dass gerade die Probezeit so wahnsinnig wichtig ist. Und da sind wir wirklich sehr oft, glaube ich, durchgegangen, wie ist der erste Lehrtag, wie wird das sein. Ich weiß auch, dass ihr größter Wunsch ist, dass sie Kfz-Mechanikerlehre absolvieren möchte. Da habe ich mich schon mit verschiedenen Firmen in Verbindung gesetzt. Das ist leider nicht so leicht, wie wir uns das vorgestellt haben, weil es noch immer ein Burschenberuf ist. Aber ich werde nicht aufgeben und werde sie ständig unterstützen. Es ist dieses Vielfaltsthema einfach ganz stark da und dass man einfach in verschiedenen Perspektiven denken lernt, verschiedene Lösungsansätze anwendet und einfach dieses auf Augenhöhe begegnen. Jemanden, mit dem ich sonst im Business natürlich selten zu tun haben werde, dass ich mit dem trotzdem gemeinsame Ziele haben kann und dass ich diese Ziele auch erreiche. Es tut mir einfach gut mit gewisse Menschen zu reden, das was ich daheim nicht so habe. Und sie hilft mir halt auch, Probleme zu bewältigen, so gut wie es geht, gibt mir Ratschläge. Und dadurch, dass sie Geschäftsleiterin ist und sie das auch bei ihrer, dass sie auch viel zu bewältigen hat, beziehungsweise gehabt hat. Und ja, dass sie sich eigentlich als Frau, dass man sie als Frau auch durchsetzen kann, auch wenn man was erreichen will. Die Mentoren geben nicht nur Chancen, sie haben sie auch. Die Chance nämlich, selbst etwas dazu zu lernen. Wenn man diesen jungen Leuten eine Chance gibt, wenn man nicht einfach nur, wenn man einen Lebenslauf jetzt geschickt bekommt, diese ganzen Bewerbungen gleich einmal aussortiert, wer ist jetzt der Beste und den nehme ich, sondern dass man sagt, okay, ich lade sie alle einmal ein zu einem Gespräch und gebe dem wirklich eine reelle Chance, dann haben wir schon gewonnen, glaube ich, dass einfach die auch ernst genommen werden, diese Bemühungen, die vom Jugendlichen kommen und dass man einfach mehr solche Verbindungen einfach herstellen können. Es muss nicht immer die konkrete Hilfestellung sein. Oft schafft alleine das Vorbild des Mentors beim Mentee neue Perspektiven und damit Prioritäten. Und dann habe ich gesagt, was hast du jetzt für Ziele für weiter? Und da sagt sie so spontan, dass ich mein zweites Lehrjahr gut schaffe. Und ich finde, allein ich das zeigt schon sehr viel von Reife, dass das jemand sagt, der vielleicht vor gar nicht so langer Zeit oder sogar nicht so kurzer Zeit gewusst hat, wie es weitergeht. Wenn ich die Verena bei mir habe, dann habe ich ein ganz großes Gefühl für sie und aber auch Kraft, ihr zu helfen. Und ich glaube, sie empfindet das auch so. Übrigens, Mentoren für diese ehrenvolle Aufgabe sind immer willkommen. Neben der Erfahrung ist auch ein bisschen Engagement mitzubringen. Es ist natürlich so, dass es nicht einfach nur so ein Treffen ist, das ich in meinen Terminkalender reinschreibe, sondern das ist schon auch mit einer Vorbereitung verbunden. Und dass man diese Zeit wirklich in Anspruch nimmt und wirklich investiert in unsere Gesellschaft. Diese Investition ist sicher nicht umsonst. Sie trägt vielfältigste Früchte in Form von Hilfe und Erkenntnis. Dass man es als Frau recht weit schaffen kann und dass man Beziehungen aufbauen kann. Sie hat mir wieder gezeigt, wirklich nichts vorzuspielen, sondern wirklich so zu sein, wie du bist. Und man kommt oft mühsamer vielleicht an seine Ziele, aber man kommt an die Ziele. Auf dem Holzweg befinden sich diese Damen sicher nicht. Eher auf dem Weg ins Abenteuerleben.